nächste Frage hat der Reizmuster. Im besten Deutschland aller Zeiten ist es nicht mehr möglich, frei von der Bundespressekonferenz kritisch zu berichten. Zur freien Berichterstattung gehört auch, dass man als Berichterstatter seine Abonnenten bedienen kann. Und YouTube hat wieder meinen Kanal gesperrt, in meinen Augen völlig widerrechtlich, völlig willkürlich. Und das ist so, wie wenn man einer Zeitung die Druckerei sperrt und dann sagt, ja, aber bitte, ihr könnt ja alles machen, ihr könnt ja alles schreiben, nur es wird eben nicht mehr in der großen Druckerei gedruckt, ihr könnt es ja handschriftlich auf Papier schreiben, wir haben ja Freiheit. Dieser Herr, den Sie hier sehen, Herr Seibert, ist in meinen Augen mitverantwortlich für diese Zensur, ganz entscheidend. Zum einen dadurch, dass er sie deckt, dass er seit Monaten immer, wenn diese Zensurfälle angesprochen werden, so tut, als gehen sie die Regierung nichts an. Das ist eine klare Ermutigung für YouTube, Facebook, Twitter und Co. so weiterzumachen. Und es geht sogar noch tiefer, denn mit ihrem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und mit anderen Schritten hat diese Bundesregierung die großen US-Internet-Giganten regelrecht zur Zensur animiert. Beachten Sie bitte, dass zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien das dortige YouTube die Kanäle von RT nicht sperrt, aber in Deutschland sperrt es sie. Das ist doch etwas merkwürdig, oder? Betreiben die dort keine Desinformation und nur hier. Ich konnte dieses Video gestern nicht machen, weil ich von der Sperrung erfuhr und dann musste ich mich den ganzen Abend um die Sperrung kümmern. Jetzt mache ich dieses Video und ich lade es auf Odyssee und auf Rumble hoch und ich bitte alle, die es sehen, es bei sich, wo auch immer, hochzuladen. Auf das Urheberrecht verzichte ich explizit. Bitte verbreiten Sie dieses Video, setzen Sie damit ein Zeichen gegen Zensur. Es ging heute auf der Bundespressekonferenz wieder um Corona, auch wenn das nicht das große beherrschende Thema war. In meinen Augen die Fragen der Kollegen unkritisch, eher dahingehend, was könnte man noch mehr tun, um noch mehr einzuschränken. Ich hatte technische Probleme, ich konnte nur zwei Fragen stellen, aber jetzt schauen wir einfach mal rein. Voilà. Dann setze ich die PK fort mit dem Thema Corona. Wer hat Fragen zum Thema Corona? Herr Ratsch. Eine Frage an Herrn Seibert. In mehreren Bundesländern werden die Regeln gelockert. Wie bewertet das die Bundesregierung mit Blick auf den Herbst? Das ist eine Frage. Vielleicht höre ich da das Gras wachsen, vielleicht bin ich subjektiv, was ja verboten ist, aber spätestens durch den Einsatz mit Blick auf den Herbst klingt das für mich so, als sei da in der Frage der Narrativ, ist das nicht schlecht, dass hier gelockert wird? Naja, vielleicht schauen wir uns mal an, wo wir jetzt stehen. Wir haben zurzeit bundesweit eine 7-Tage-Inzidenz von 64,3. Wir haben zwischenzeitlich sehen können, dass die Werte leicht zurückgegangen sind. In den letzten Tagen sind die tendenziell wieder leicht angestiegen. Wir haben bei den hospitalisierten Fällen ebenso eine tendenzielles leichtes Sinken. Das stabilisiert sich im Moment bei so einem Wert von 1,5, 1,6. Auch da jetzt wieder eine leicht steigende Tendenz. Das heißt, wir sind in einer etwas besseren Situation, als wir es vor einigen Wochen waren. Das hat sicherlich mit dem weiteren Impffortschritt zu tun. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die 3G-Maßnahmen in einzelnen, in weiten Teilen des öffentlichen Lebens ja auch greifen. Aber wir haben keine Gewissheit, dass es so gut weitergeht. Wir haben nicht mal eine Gewissheit, dass uns morgen ein Asteroid auf den Kopf fällt. Aber deswegen sagen wir auch nicht allen, dass sie in Schutzbunker müssen. Und müssen deswegen natürlich vorsichtig bleiben. Sie kennen die Beschlüsse von Bund und Ländern. Die Verordnungen sind natürlich von den Ländern umzusetzen. Und dafür sind die Länder in eigener Verantwortung zuständig. Ich glaube, das ist inzwischen nicht nur Journalisten bekannt. Aber ganz grundsätzlich sind wir überzeugt, dass weiterhin Vorsicht, Einhaltung der Grundregeln, Abstand, Hygiene, Masken ein ganz wichtiges Werkzeug ist, das uns auch in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich gut durchkommen lässt. Viel gesagt, aber die Frage geschickt nicht beantwortet. Herr Jordans, auch zum Thema Corona.
Herr Seibert, ich habe die Bundeskanzlerin heute zum ersten Mal mit einer normalen medizinischen Maske gesehen, nicht so einer FFP2. Vielleicht hatte sie einfach keine zur Hand oder war das ein Signal, dass es vorwärts geht und man jetzt mit den Masken abrüsten kann? Ja, ich habe ja gerade gesagt, dass es aus unserer Sicht wichtig ist, weiter auch Vorsicht walten zu lassen und die Maßnahmen, die uns allen, die ja relativ niedrigschwellig sind und uns allen nicht so schwer fallen, um gut und gesund durch das tägliche Leben zu kommen, die Maßnahmen noch weiter aufrechtzuerhalten. Hier ist offenbar das Motto, was kümmert mich beim Antworten die Frage? Ich kann jetzt nicht sagen, welche Maske die Bundeskanzlerin heute anhat. Sie werden sie sicherlich sehr oft auch mit FFP2-Masken gesehen haben und sicher auch weitersehen. Also auch hier ein völliges Ausweichen von der Frage, wobei die Frage auch, ich kommentiere sie jetzt absichtlich nicht, ich will nicht wieder unhöflich werden, aber ich denke, in vielen Ländern der Welt gibt es kaum FFP2-Masken, auch in der Öffentlichkeit, und das ist schon eine deutsche und österreichische Besonderheit, diese FFP2-Fixierung. Dann hatte ich Herrn Rinke noch zum Thema Corona. Ja, eine Frage ans Gesundheitsministerium. Herr Seibert hat ja eben darauf verwiesen, dass die Zahlen im Moment gerade wieder ansteigen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie dafür eine Erklärung liefern können. Also es gab ja vorher Erklärungsversuche, warum die Zahlen runtergehen. Warum scheint sich dieser Trend jetzt umzukehren? Na, ich glaube, da gilt nach wie vor das, was wir im Laufe der Pandemie alle gemeinsam gelernt haben. Mehr Aufenthalt in Innenräumen, das Wetter wird möglicherweise schlechter. Das kommen viele Faktoren hinzu. Insgesamt muss man sagen, wir sind da tatsächlich auf einem sehr stabilen Niveau. Und ich glaube, das ist auch einfach mal die Gelegenheit, an den großen Teil der Bevölkerung auch mal einen Dank auszusprechen, dass sich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger so akribisch an die AHA-Regeln etc. gehalten haben. Aber Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, ein bisschen spezifischer, bis auf das schlechte Wetter können Sie es nicht machen, denn so schlecht war das Wetter jetzt gar nicht gewesen. Also ist es die abnehmende Anzahl von Tests, die durchgeführt werden, die erwähnten Lockerungen in einzelnen Bundesländern, woran kann das liegen? Ja, das RKI versucht ja auch immer Erklärungen dafür zu geben. Guck mal, der aktuelle Wochenbericht, da gab es, glaube ich, auch Aussagen dazu. Da war eben der Hinweis auf die relativ milde Wetterlage. Wir haben die 2G, 3G-Regeln seit geraumer Zeit. Die Wendigkeit und Beweglichkeit unserer Regierung ist erstaunlich. Gerade war noch schlechtes Wetter schuld daran, dass die Zahlen ansteigen. Jetzt ist es plötzlich gutes Wetter, das den Verdienst hat, dass sie nicht so stark ansteigen. Ja, was denn nun? Wahrscheinlich bin ich auch wieder nur verwirrt und nicht mehr in der Lage, dem Ganzen intellektuell zu folgen. Sicher alles mein Fehler. Wir haben ja inzwischen auch eine recht gute Impfquote. All das führt natürlich dazu, dass wir ein relativ geringes Ansteigen jetzt erleben, was hoffentlich so bleibt. Weil vielleicht noch als Ergänzung dazu, wir hatten ja eine ähnliche Entwicklung auch im letzten Jahr, dass es erst ein Abflachen gab und dann wieder einen Anstieg zum Herbst-Winter hin. Und man muss davon ausgehen, dass das in diesem Jahr auch so stattfinden wird. Das klingt logisch, da es ja tatsächlich so ist, dass sich die Jahreszeiten im Jahresablauf wiederholen. Andererseits haben wir aber doch so viele Geimpfte. Das müsste doch auch Einfluss haben, aber vielleicht ist der ja schon mit eingerechnet in diese Beschreibung. Weitere Fragen zu Corona? Herr Ratsch, danach Herr Rinke nochmal. Nochmal eine Frage an Herrn Seibert. Das Verkehrsministerium hat jetzt mitgeteilt, die Einführung der 3G-Regel in Fernzügen ist nach Abstimmung in der Regierung weder rechtlich möglich noch praktikabel. Die Kanzlerin hatte sich ja dafür eingesetzt. Wie bewertet sie das? Ja, also ich greife jetzt mal auf, wo wir gerade auch waren im Zusammenhang mit Corona. Wir haben jetzt dank der Impffortschritte, dank der 3G-Maßnahmen
in vielen Bereichen des Lebens in letzter Zeit eine gewisse Stabilisierung der Corona-Zahlen auf etwas niedrigerem Niveau erreicht, auch wenn wir ja gerade darüber gesprochen haben, es gibt jetzt wieder einige Tage des Anstiegs. Und so kann ich sagen, dass die Bundesregierung beim derzeitigen Stand der Pandemie diese Maßnahme 3G in Fernzügen derzeit nicht weiter verfolgt. Die Stellungnahmen der Ministerien liegen nun ja vor. Falls sich im Herbst, Winter eine deutliche Verschlechterung der Pandemielage ergäbe, wäre es natürlich die Verantwortung der Bundesregierung, dieser oder der Nachfolgebundesregierung, wieder über mögliche wirksame Maßnahmen nachzudenken. Herr Rinke. Genau dazu wollte ich auch nachfragen. Ich verstehe nur nicht, Herr Seibert, wie das zusammenpasst, wenn man einerseits nach Prüfungen gemeinsam offenbar zwischen Ministerien der Meinung ist, dass es nicht durchführbar ist als Maßnahme, obwohl es ursprünglich mal angestrebt war. Wieso kann man dann, wenn die Lage wieder schlechter wird, doch wieder darauf zurückkommen? Danke, da spricht mir der Kollege Rinke von Reuters aus dem Herzen. Und der Kollege Rinke ist übrigens ein typisches Beispiel dafür, wie man durchaus unterschiedlicher Meinungen sein kann. Ich denke, ich habe eine ganz andere Meinung zur Corona-Politik als er, aber wie man trotzdem auch noch kritische Fragen stellen kann, zumindest gelegentlich. Es geht also doch. Gut, wir hatten ja, als die Diskussion hier in Deutschland begann, auch schon darauf verwiesen, dass es Länder gibt, in denen es durchführbar ist und durchgeführt wird. Die Ministerien haben jetzt die tatsächlich ja wichtigen rechtlichen und technischen Detailfragen geprüft und haben ihr Ergebnis vorgelegt. Und deswegen verfolgen wir das jetzt nicht weiter. Aber wir werden, wenn wir in eine Situation kommen, mit wesentlich höheren Inzidenzzahlen wieder umgehen zu müssen, möglicherweise auch wieder viel, viel mehr Menschen in den Krankenhäusern, dann ist es die Verantwortung einer Bundesregierung zu prüfen, was noch zusätzlich geht. Mehr sage ich ja gar nicht. Und dann wird man einzelne Maßnahmen abwägen müssen. Die Frage ist hiermit nicht im geringsten beantwortet. Ich würde sogar sagen, dass der Fragesteller verhöhnt ist. Denn entweder man kann das machen, es ist durchsetzbar, dann ist es durchsetzbar unabhängig von der Pandemielage, oder es ist nicht durchsetzbar, wie die Bundesregierung sagt, dann ist es auch bei der Pandemielage nicht durchsetzbar. Oder die Regierung müsste hier diesen Widerspruch auflegen, indem sie etwa sagt, dass wir dann eine andere rechtliche Grundlage hätten. Aber stattdessen wird einfach munter an der Frage vorbeigeredet. Das scheint der Stil dieser Bundesregierung in vielen Bereichen zu sein. Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an das Gesundheitsministerium. Der US-Pharmakonzern Pfizer hat erste klinische Studien mit einem mRNA-Impfstoff gegen Grippe gestartet. Wie steht die Bundesregierung zum Einsatz dieser Technologie bei Grippeimpfungen? Also ich glaube, man kann sagen, dass die mRNA-Impfstoffe jetzt in Bezug auf die Corona-Pandemie uns sehr, sehr gut geholfen haben und uns auch sehr schnell eine Möglichkeit gegeben haben, die Pandemie insgesamt in den Griff zu bekommen. Sollten zukünftig auch für andere Viren entsprechende Impfstoffe zur Verfügung stehen, die gut und zugelassen sind, dann kann man das nur begrüßen. Dazu schrieb mir ein Leser, das war doch gestern noch eine Verschwörungstheorie. Das ist polemisch, diese Leserzuschrift, aber auch polemische Meinungen haben ein Recht auf Existenz, auch wenn man die heutzutage verbieten will, zumindest teilweise. Weitere Fragen zum Thema Corona? Das ist nicht der Fall. Ich würde das mal generell auf die Inflationsrate vielleicht nochmal ausweiten. Wie bewertet das denn die Bundesregierung und worauf müssen sich die Bürger da einstellen? Noch was kommt da noch? In meinen Augen kommt da noch einiges, wenn man Geld druckt wie verrückt, beziehungsweise das über Anleihenankäufe indirekt macht. Aber ich war ja nicht gefragt, hören wir uns die Antwort der Bundesregierung an. Ja, ich weiß nicht, ob das Finanz- oder das Wirtschaftsministerium sich dazu zunächst mal äußern möchte. Genau, ja, sehr gerne. Also wir beobachten die aktuelle Inflationsrate sehr genau. Ohne Frage sind ja die Zahlen, die jetzt auch veröffentlicht wurden, die ganz aktuellen Zahlen, schon eine erhebliche Preissteigerung. Deshalb haben wir das, wie auch in den letzten Monaten, sehr genau im Blick.
dürfen aber auch nicht vergessen, dass es hier vor allem auch um eine Reihe von Sondereffekten geht, die die Inflationszahlen jetzt auch erhöhen. Darauf haben wir auch in der Vergangenheit, in den letzten Monaten schon hingewiesen. Da gibt es zum einen die Mehrwertsteuersenkung im letzten Jahr, die dann in diesem Jahr weggefallen ist und deshalb einfach die Basispreise verändert hat. Diesen Effekt wird es dann im nächsten Jahr nicht mehr geben. Und dann gibt es eben, wie eben auch schon in der vorherigen Frage zu den Energiepreisen angesprochen, einen Anstieg der Import- und Rohstoffpreise, jetzt auch im Zuge der wiederbelebten Weltkonjunktur nach der Corona-Krise. Das sehen wir eben bei den Energiepreisen, das sehen wir bei den Rohstoffen. Aber nichtsdestotrotz, trotz dieser Sondereffekte gilt es natürlich, das weiterhin eng zu beobachten, und das werden wir auch tun. Das ist in etwa so, wie wenn Sie einen Bekannten in einer anderen Stadt anrufen und ihn fragen, wie das Wetter ist, und er dann sagt, wir werden das weiter beobachten. Eine Antwortverweigerung in meinen Augen, aber die Regierung kommt ja durch damit. Herr Rinke dazu. Kurze Nachfrage an Frau Einhorn, was die Erwartung oder weitere Entwicklung, Erwartung an die weitere Entwicklung der Inflationsrate angeht. So wie Sie es eben beschrieben haben, der Hinweis auf die Sondereffekte, das klingt danach, dass Sie damit rechnen, dass die Inflation spätestens im nächsten Jahr dann wieder zurückgehen wird, oder rechnen Sie damit, dass eine hohe Inflationsrate jetzt eigentlich beständig sein wird? Danke für die Nachfrage. Ja, wie gesagt, die Sondereffekte, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuererhöhung, da kann man davon ausgehen, dass das auf jeden Fall wegfällt. In der Tat, am besten nochmal wiederholen. Wie sich die Konjunktur entwickelt und damit auch die Preise, die Nachfragepreise, das wird man sehen. Wir können jetzt keine Prognose abgeben für die weitere Inflation, werden das aber sehr eng beobachten und werden ja auch im Herbst unsere Herbstprognose hier vorstellen, im Oktober, und insofern auch dort nochmal auf die wirtschaftliche Lage und auf unsere Projektionen eingehen und Stellung beziehen. Mit anderen Worten, nichts Genaues weiß die Regierung nicht. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Schade. Dann habe ich eine Frage von Herrn Valosopoulos ans Auswärtige Amt. Ich hoffe, dass Herr Seibert nicht im Akkord für sortierte Blätter bezahlt wird, sonst wäre das eine ziemliche Belastung für die Staatskasse. Wie bewerten Sie das neue Militärabkommen zwischen Griechenland und Frankreich? Genau die Frage, die mich auch bewegt hatte. Da würde ich gerne die Antwort noch drauf nachreichen. Okay. Da müssen wir also leider noch warten. Ich hoffe, Sie können Ihre Ungeduld zügeln. Weitere Fragen zu anderen Themen im Saal? Herr Rinke? Ja, nochmal eine Frage an Herrn Seibert, und zwar zu dem Ablauf der Bundestagswahl und der Lokalwahlen hier in Berlin. Es hat ja jetzt in den letzten Tagen immer wieder Berichte über Unregelmäßigkeiten gegeben, die sich ja, wenn man den Berichten folgt, mittlerweile auf mehrere tausend Fälle beziehen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie einerseits ja auch den Ruf des Landes durch diese Entwicklung hier in Berlin gefährdet sehen und möglicherweise auch aus Sicht der Bundesregierung darauf dringen, dass die Wahl hier in Berlin zumindest wiederholt wird. Und nochmal ein Dank an den Kollegen Rinke. Also man kann jeden Berliner Wähler und jede Berliner Wählerin verstehen, die sich am Sonntag gewundert haben, wie es in einzelnen Wahllokalen zuging, die sich zum Teil auch massiv geärgert haben, dass Stimmzettel fehlten und was alles noch berichtet worden ist. Und dass sich daraus dringende Fragen ergeben, das ist auch klar. Ich bin nun als Sprecher der Bundesregierung nicht in der Rolle, die Antworten auf diese Fragen zu geben. Ich hatte Ihnen am Mittwoch schon gesagt, dass der Bundeswahlleiter von der Landeswahlleitung hier in Berlin einen detaillierten Bericht angefordert hat. Und der wird natürlich zu werten sein. Es ist die Verantwortung der zuständigen Berliner Stellen und Verantwortlichen, das, was geschehen ist, ganz klar aufzuarbeiten. Auch da drückt sich Herr Seibert wieder um eine Antwort, denn die Frage war ja klipp und klar. Und zum Ansehensverlust Deutschlands, darauf zielte die Frage ja. Und Kollege Rinke hakt auch nach. Danke. Das ist jedermanns Betrachtung überlassen. Man kann bessere Werbung für sich machen. Weitere Fragen dazu? Herr Jordans, neues Thema. Ich möchte aber auch darauf verweisen, und das ist, glaube ich, jetzt, um die Perspektive nicht zu verlieren, auch wichtig, was der Bundeswahlleiter über den Ablauf der Wahlen in ganz Deutschland gesagt hat.
Erstaunlich, dass es dazu keine Nachfragen gab. Wie gesagt, ich hätte gerne, aber das Online-Tool funktionierte teilweise nicht, kann auch an meiner Technik gelegen haben. Und das ist auch eine erstaunliche Logik, wenn man sagt, also in der Hauptstadt ging alles schief, aber es ist ja toll, dass es in anderen Teilen des Landes doch noch funktioniert hat. Also wahrscheinlich sind wir inzwischen so weit, dass wenn irgendwo es mit den Wahlen funktioniert hat, dass das schon die gute Nachricht ist und nicht mehr die schlechte, dass die Hauptstadt die Wahlen verbockt hat. Aber dafür will der rot-rot-grüne Senat ja das Klima retten. Unfähig, um Wahlen zu organisieren, aber die Welt retten. Deutschland 2021. Dann habe ich noch online zwei Fragen zu rt.de. Einmal vom Herrn Warbeck, dann noch von Herrn Reitschuster. Ich verlese, ein Großteil der deutschen Medien haben die Zensurmaßnahmen von YouTube gegen rt.de begrüßt. Wie bewertet die Bundesregierung diese massive Unterstützung von Zensurmaßnahmen durch die deutschen Medien gegen den Auslandssender eines Partnerlandes wie Russland? Ich habe mich am Mittwoch ausführlich dazu geäußert und habe dem heute nichts hinzuzufügen, weil es auch keinen neuen Sachstand gibt. Diese Frage ist aber am Mittwoch nicht beantwortet worden von Herrn Seibert. Herr Reitschuster fragt an Sie, Herr Seibert, die Bundesregierung betont, YouTube sei ein Privatunternehmen und mit Sperrungen dort habe sie nichts zu tun. Aber wenn sie so sehr für Pressefreiheit ist, wie sie immer sagt, warum könnte sie dann nicht öffentlich klar ein Zeichen setzen und etwa ihre Besorgnis über YouTubes Zensurpolitik äußern? Auch dazu habe ich mich am Mittwoch ausführlich geäußert. Ich habe dazu heute nichts Neues zu sagen. Es gibt auch keinen neuen Stand. Deutlicher kann man es nicht machen, dass man auf Zensur pfeift, das heißt darauf pfeift, dass Zensur ausgeübt wird. Und wie gesagt, es spricht ja eigentlich alles dafür, dass die Bundesregierung nicht nur darauf pfeift, sondern dass sie zumindest mit im Boot steckt. Erklären Sie mir einen Grund, warum ein US-Gigant ausgerechnet in Deutschland erfolgreiche Kanäle schließen würde, was völlig seinen wirtschaftlichen Interessen entgegenläuft. Eine andere Erklärung als politischer Druck oder vorauseilender Gehorsam erschließt sich mir nicht. Und als ich diese Frage am Freitagmittag stellte, hätte ich noch nicht ahnen können, dass ich am Abend schon gesperrt werde. Ob das YouTube nicht gefällt oder der Regierung, dass ich hier so nachfrage zu diesem Thema und dass ich am Donnerstag ein eigenes Video gemacht habe, wo ich nochmal analysiere, wie Herr Seibert sich hier um eine Antwort gewunden hat. Fragen über Fragen. Mein YouTube-Kanal ist weiter gesperrt. Ich lade diese Sendung auf Odyssee und Rambler hoch und bitte alle, wo auch immer, sie hochzuladen. Und besonders dankbar bin ich für Unterstützung, denn ich überlege mir, wirklich hier erneut gegen YouTube vorzugehen und das so mir nicht bieten zu lassen, auch wenn die große Frage ist, ob das kein Kampf gegen Windmühlen ist. Aber auch den muss jemand aufnehmen. Danke fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein auf meinen Kanälen, auf Rumble und auf Odyssee. Und schauen Sie auch bei allen rein, die das woanders hochladen. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Heute wieder keinen Witz im Backstage, sondern Aussagen von Herrn Seibert. Ja, erstens, es ist so, für die Bundesregierung ist die Pressefreiheit ein hohes Gut und wir verteidigen sie im In- wie im Ausland. Zweitens, wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen. Und weil es da anderslautende Erzählungen gerade auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube. Ay, 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 ay.